Hey Leute, willkommen zu einem neuen Sims 4 Hausbau-Video. Heute stelle ich euch ein Grundstück vor, das ich schon länger vorhatte zu bauen. Und zwar seitdem ich diese werdeberühmt Requisiten gesehen habe, die teilweise ganze Häusersets sind, dachte ich mir, daraus kann man doch bestimmt ein tatsächliches Haus machen. Und genau das mache ich hier. Ich habe hier die Western-Requisiten genommen und habe daraus eine Western-Bar gebaut. Und ich fand, dass die einfach super gut hier nach Strangerville passt, weil wir hier ja auch in ja so einer Wüste sind, vielleicht so Texas-mäßig, keine Ahnung. Ich war noch nie in Amerika, ich habe keine Ahnung, wie Texas wirklich aussieht, aber nehme an, so ungefähr, so ein bisschen. Und jedenfalls fand ich einfach, dass das hier sehr gut reinpasst und ich finde die ursprüngliche Bar jetzt nicht so spannend, die hier steht. Also wir sind hier tatsächlich auch auf dem Grundstück, wo auch ja, standardmäßig von EA die Bar in Strangerville steht, wo auch dann die Militärleute hinkommen. Und hier habe ich dann halt eben eine neue Bar gebaut mit diesen ganzen Requisiten aus Werde berühmt. Das heißt, ihr braucht auf jeden Fall auch das Pack, damit das Grundstück hier so aussieht, wie es bei mir aussieht. Ich habe aber dafür gesorgt, dass es hier trotzdem ein kompletter Raum ist. Ich musste von der Rückseite diese, ja, dieses Element verstecken, dass es halt eben nur eine Requisite ist. Und ich habe dann halt eben auch versucht, das Ganze so einzuarbeiten, dass es eben ja, zum Rest des Gebäudes passt, dass es irgendwie mit dem Rest abschließt. Ihr seht ja hier, wie ich die Gebäudeform daraus gebildet habe. Wir haben drei Requisiten. Einmal diese vordere Requisite mit der Eingangstür, mit der Saloon-Tür quasi. Dann haben wir noch an der Seite eine, was eher so eine Innenrequisite ist. Und dann haben wir außen an der Seite auch noch eine weitere Requisite. Und die zusammen sind hier auf diesem 20x20 Grundstück eben in Strangerville platziert. Und ich habe außerdem die Grundstücksmerkmale schmutzig verwendet, weil ich fand, das passt eigentlich ganz gut zu so einer Bar, zu so einem Saloon. Außerdem gesellig und ich glaube auch ein Katzentreffpunkt. Also da kommen auch streunende Katzen hin. Fand ich irgendwie ganz süß, weil ja, normalerweise in Strangerville kommen ja eigentlich keine streunenden Tiere hierher. Das ist ja hauptsächlich in Brindleton Bay der Fall. Aber ich dachte mir, man kann doch auch Tiere in andere Welten bringen. Und ja, deswegen habe ich diese Grundstücksmerkmale hier gewählt. Ihr könnt natürlich ganz andere nutzen, je nachdem, wie das für euer Gameplay am besten passt. Und habe mich auch bei der Gebäudeform und auch bei der Dachgestaltung so ein bisschen an den Gebäuden drumherum orientiert. Also generell möchte ich mich eigentlich gerade auch in solchen sehr stark gestalteten Welten, wie zum Beispiel in Dessau Valley oder auch hier in Strangerville, sehr an der Umgebung orientieren und Häuser gestalten, die sehr gut zu dem drumherum passen. Und das habe ich hier auf jeden Fall schon mal gemacht. Deswegen fand ich halt eben auch diese Requisiten sehr passend, weil ich fand, die passen sehr gut in die Umgebung rein. Und auch gerade so am Ende, als ich dann Screenshots gemacht habe, mir das angeschaut habe, dachte ich mir, yep, das passt super gut hier in die Umgebung rein. Ich finde, das sieht sehr stimmig aus, also da bin ich sehr froh drüber. Und natürlich kann man bei den Requisiten nicht wirklich reingehen, obwohl, also ich meine, ich kann es mir nicht vorstellen. Wir haben da natürlich so einen Torbogen unten, da wo diese Saloon-Tür ist. Aber ich habe da noch keinen Sim rein und rausgehen sehen. Ich glaube nicht, dass man da reingehen kann. Ich glaube, dass die Requisite selbst da den Zugang zu blockt, was aber auch kein Problem ist. Wir haben da noch eine weitere Eingangstür. Ich habe den Großteil der Zeit vergessen und habe dann erst gegen Ende dran gedacht, ach ja, man muss da ja auch noch tatsächlich irgendwo reinkommen können. Weil eigentlich haben wir ja noch zwei andere Türen durch die Requisiten, durch die man eigentlich reinkommen könnte, die aber natürlich nicht nutzbar sind. Und ja, ich mag einfach dieses Saloon-Thema sehr gerne mit den Requisiten und fand es aber auch ein bisschen schwierig, passende Objekte für den Rest des Grundstücks zu finden, sowohl von der Außengestaltung als auch von der Innengestaltung. Also wir haben zwar diese sehr detailliert gestalteten Requisiten, aber darüber hinaus finde ich nicht wirklich viel, was, ja, was da halt dazu passt. Ich habe mir aber schon versucht, ein bisschen Mühe zu geben, dass das alles zusammenpasst. Und
Ja, aber gerade halt auch irgendwie die Außengestaltung war schon eine Herausforderung, weil ich da so ein paar Wünsche, Vorstellungen hatte, wie ich das gestalten kann. Zum Beispiel hier der Übergang zwischen der Requisite und dem anderen Gebäudeteil, den ich hier ja auch nochmal komplett anders gestaltet habe. Also dass halt so ein bisschen aussieht wie zwei Gebäudeteile. Ja, so, das war so der Plan dahinter. Da war das halt schwierig, da so den richtigen Übergang zu finden, aber auch das habe ich dann einigermaßen gut hinbekommen. Und es kommen ja auch weiterhin Militärleute hin auf das Grundstück und ich meine, selbst wenn nicht, dann laufen ja auch immer in der Stadt so die entsprechenden Sims herum. Das ist bei Strangerville ja eigentlich gar kein Problem. Ich habe ja auch noch für das andere Grundstück, wo ursprünglich eine Bibliothek steht, habe ich irgendwie vor, da vielleicht was anderes hinzustellen. Ich weiß nicht. Bibliothek finde ich schon ein bisschen langweilig für das, für die Welt. Ich würde irgendwie viel lieber noch ein Restaurant hier hinbauen. Weiß aber noch nicht, wie das am besten wäre. Also ich hätte aber auch nicht gern das Restaurant, ja, da, wo die Bibliothek steht, weil das irgendwie wie so ein zentraler Ort ist. Da passt das meiner Meinung nach nicht so gut hin. Also ich weiß noch nicht genau, was ich da für ein Grundstück hinpacken möchte. Aber möchte auf jeden Fall ein bisschen mehr mit Strangerville machen, mit dieser Stadt hier. Also auch darüber hinaus diesen Gameplay-Aspekt zu spielen. Finde einfach die Welt sehr schön. Die hat ein sehr cooles Thema meiner Meinung nach und möchte das halt irgendwie auch gerne ein bisschen mehr nutzen. Da seht ihr, wie so im Hintergrund diese Requisiten-Part ist und wie ich das versucht habe, so gut es geht zu verstecken, so gut es geht hier auch den Übergang zu schaffen. Wir haben hier eigentlich, naja, wie so eine Art Balkon, also so ein Innenbalkon halt, wo theoretisch in so einem typischen Saloon ja auch so wie Schlafzimmer abgehen, die da irgendwo hinführen, nur dass dahinter halt einfach eine Wand ist. Also es ist halt tatsächlich einfach nur eine Requisite hier in dem Fall. Ich hätte irgendwie gerne auch noch so richtige Räume dahinter gebaut, aber wäre irgendwie auch ein bisschen sinnlos gewesen, weil da ja gar kein richtiger Zugang zu wäre, weil wir hier ja tatsächlich einfach nur eine Requisitenwand haben, gar keine richtigen Türen. Deswegen, ja, wäre das irgendwie auch ein bisschen unnötig, da noch einen extra Raum draus zu machen, das noch irgendwie realistischer wirken zu lassen. Ich finde das so eigentlich schon ganz in Ordnung, dass wir da halt eben direkt die Wand dahinter haben. Ich meine, von innen sieht der sieht das Gebäude dann quasi größer aus als von außen. Finde ich halt irgendwie, ja, keine Ahnung. Ich find das generell eigentlich ganz cool, wie es geworden ist. Ja, und hier haben wir noch so ein bisschen mit den Säulen gearbeitet und es ist eigentlich nur ein großer Raum. Also ihr seht es ja hier gerade, dadurch, dass wir auch diesen Balkon haben, wollte ich das Ganze halt eben sehr offen gestalten und dann haben wir halt noch so wie so eine Art Lagerraum nebenan, wo hauptsächlich der Großteil dieser Seitenrequisite versteckt werden sollte und wo ich halt einfach nur noch so ein paar weitere Objekte reingepackt habe. Ich habe da jetzt keine extra Tür reingetan, weil der Raum nicht wirklich nützlich ist und man könnte ja so tun, als wäre diese Requisitentür die Tür, durch die man reinkommen kann. Auch wenn halt niemand reingeht, weil es ja auch nur ein Lagerraum ist. So habe ich das Ganze versucht, irgendwie ein bisschen zu verstecken und ja, wollte aber halt einfach auch nicht diesen Raum leer lassen, sondern ich wollte halt schon irgendwie was reinpacken, dass es nicht ganz so unnütz aussieht. Und ja, wir arbeiten hier viel mit Holz natürlich, weil es ist halt eben auch eine Western-Bar, aber ich meine, sie sieht halt aus wie eine Western-Bar. Es ist ja keine tatsächliche. Ich denke mal, dass die Leute, die diese Bar hier gebaut haben und führen, dass sie einfach nur totale Western-Fans sind und das deswegen so gestaltet haben. Aber wir haben zum Beispiel auch moderne Technik in diesem Haus, weil für die Bar irgendwie noch ein Fernseher benötigt wird. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch einen Fernseher auf dem Grundstück. Und ja, hier seht ihr zum Beispiel, habe ich eben diese Abtrennung vorgenommen zwischen diesen beiden Bereichen. Zwischen der Requisite und dem anderen Gebäudeteil. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und generell hatte ich so ein bisschen Probleme, irgendwie passende Fenster zu finden und die waren eigentlich noch so die
passendsten. Es war auch irgendwie ganz lustig, bei den Requisitenfenstern echte Fenster einzufügen, damit sie halt eben auch nach innen gehen, damit die halt da nicht so einfach nur so eine Wand dazwischen haben. Also es war irgendwie ganz cool, mit den Requisiten an sich zu arbeiten. Ich habe das auch nochmal mit den Ruinenrequisiten vor. Da gibt es ja auch wie so eine alte, kaputte Bibliothek als Ruine. Und da möchte ich irgendwie auch noch was mitbauen und habe ja auch schon was mit dieser Schiffs... also war keine wirkliche Schiffsrequisite. Ich habe ja aus Inselleben dieses kaputte Schiff genommen. Also es macht irgendwie voll Spaß, diese fertigen Gebäudeteile zu nutzen und daraus was zu machen. Kann ich nur empfehlen. Und mit den Debug-Items hat man ja dann noch mehr Optionen, noch mehr solche Gebäudeteile, mit denen man was machen kann. Zum Beispiel gibt es ja auch eine Tankstelle. Ich möchte irgendwie auch gerne so einen Tankstellen-Imbiss oder sowas machen. Das finde ich irgendwie eine ganz coole Idee. Ja, und hier sind wir jetzt in dem Bar- oder Saloon-Raum. Wir haben hier zum Glück eine passende Bar zu diesem... Ja, zu diesem Objekt, was da ja im Hintergrund ist, also zu diesem Getränkeregal. Ich weiß gerade nicht, wie ich das am besten nennen soll. Barregal. Haben wir dazu noch eine optisch perfekt passende Bar. Dann haben wir hier noch eine Menge Tische. Und dann hier so eine Art Bühne. eher nur so mit einem Teppich markiert dann. Und dann kann man da halt eben auftreten, Musik spielen oder irgendwie singen oder halt eben Comedy aufführen. Und ich habe das Grundstück ja auch Crazy Cowboy Comedy Club genannt, also mit 4 Cs. weil das eine lustige Alliteration ist. Und deswegen kann ich mir halt da vor allem vorstellen, dass da, keine Ahnung, irgendwelche Comedians auftreten. Das ist eigentlich auch voll die gute Idee, dass bei meinem ersten Scott-Let's Play, da haben wir Michael und der ist ein Comedian. Das wäre eigentlich meine Idee, hier vielleicht einen Auftritt zu machen. Ja, könnte ich auf jeden Fall mir vorstellen, könnte ich mal machen. Außerdem haben wir einen Tischfußballtisch und auch einen Kartenspieltisch, beziehungsweise irgendwie kann man an diesem Tisch nur das Lama-Spiel spielen? Keine Ahnung, ich habe das halt getestet und irgendwie, bei Kartenspielen hieß es irgendwie, dass Sims da sein müssen zum Spielen, obwohl Sims auf dem Grundstück waren. Und wenn ich dann zum Lama-Spiel gewechselt habe, ging es plötzlich. Keine Ahnung, was da irgendwie los war. Und leider ist auch die Musikanlage, die ich da aufgestellt habe, die ist leider, also da stehen wahrscheinlich zu viele Tische drumherum, dass die Sims da dran nicht tanzen können. Also ihr könnt gerne einen Tisch entfernen und dann können die Sims da dran tanzen. Aber so wichtig ist mir tatsächlich nicht, dass man auf diesem Grundstück tanzen kann. Ist vielleicht eher so dazu da, dass ihr einfach nur so mal ein bisschen Musik spielt. Genau. Das sind so die Sachen, die ich hier für das Grundstück festgestellt habe. Sehr gut in die Gestaltung gepasst haben hier diese Strangerville-Bilder. Davon habe ich eins aufgehängt und war auch ganz cool, irgendwie hier an diese Requisitenwand ein Bild zu hängen, was ja eigentlich gar keine wirkliche Wand ist, wo ich so ein bisschen mit Move Objects arbeiten musste und habe dann hier diese alten Bilder hingestellt, wie, keine Ahnung, das vielleicht früher war, als die Bar irgendwie gegründet wurde, wie das hier aussah in Strangerville. Dann haben wir noch so ein paar Bilder von, vielleicht schon von berühmten Comedians, die hier aufgetreten sind in der Vergangenheit. Und generell war das mit den Lichtern ganz lustig. Ich habe dann gesehen, dass ja bei der Requisite auch Lichter verwendet wurden, die leider auch nicht angehen oder sonst was. Aber dann habe ich die Lampen entsprechend gewechselt, dass sie halt die gleichen sind wie auf der Requisite. Und was natürlich auch ein Nachteil ist daran, dass ich mit diesen Objekten arbeite, ist, dass gerade eben die eine nach außen, dass die eben, halt quasi draußen steht, dass sie sich entsprechend mit der Tageszeit auch anpasst und unterschiedlich aussieht und sie jetzt eben nicht an die Innenbeleuchtung angepasst ist. Das heißt, sie sieht nachts ein bisschen anders aus als tagsüber und passt zu verschiedenen Tageszeiten nicht unbedingt perfekt von innen rein, aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Also ich finde, das kann man noch verkraften, das sieht nicht richtig schlimm aus und
Dafür finde ich den Mehrwert, den diese Requisite für das Grundstück bietet, schon ziemlich groß. Hier haben wir dann so ein cooles Schildchen mit irgendwie so Biersymbolen drauf, dass man hier also auch was trinken kann, weil es ist ja natürlich eine Bar. Und ich habe versucht, es auch von draußen so ein bisschen mehr zu gestalten. Wir haben, wie gesagt, diese Requisiten, die sehr detailliert gestaltet sind, aber darüber hinaus war es dann schwierig, irgendwie was zu finden, was dann auch dazu passt. Deswegen habe ich hier nur so ein bisschen was hinzugefügt. Wir haben noch so eine kleine Bank draußen und ein paar Blümchen. Und viel mehr wusste ich ja dann auch nicht wirklich zu machen. Ich finde aber schön, wie sich dieses Grundstück vom Boden her super in die Umgebung einfügt. Also wie man da auch gar keinen wirklichen Bodenbelag brauchte, gar keinen Weg, der irgendwie hinführte, sondern wir haben hier überall diesen Kiesstein. Der da ganz simpel hinführt. Ja, und hier seht ihr so ein bisschen den kleinen Vorratsraum, wo so ein paar Kisten, ein paar Bilder und was weiß ich was drinstehen. Kann man sich halt vorstellen, dass das eben der Lagerraum von der Bar ist. Es ist einerseits eine Bar, dann ist es auch ein Saloon und dann ist es auch ein Comedy Club. Also es ist alles gleichzeitig irgendwie. Und finde es irgendwie ganz lustig. Kann man auf jeden Fall auch einige Sims sehen, wenn man hier ist. Und ich mag gerade auch, dass die Innenrequisite so detailliert ist. Also da steht da auch so ein Ofen rum und noch weitere Objekte. Ja, genau, so ein Klavier steht da auch. Was ganz cool ist. Also bin ich schon sehr begeistert von, wie das aussieht. kann man schon auf jeden Fall nutzen. Dann hat man die halt nicht nur für die Schauspielkarriere mal diese Objekte genutzt, sondern nutzt sie halt eben auch hier auf die Weise für ein Haus. Und wenn ihr noch weitere Ideen habt, was man irgendwie mit Requisiten machen kann, könnt ihr mir natürlich gerne was vorschlagen oder, naja, könnt es halt auch selber machen, selber gestalten. Aber wenn ihr sagt, so, hey, würde ich gerne sehen, dass du das und das mit diesen Requisiten baust oder generell, wenn ihr irgendwelche Hausbauideen habt, lasst es mich gern wissen. Finde ich auf jeden Fall mal ganz cool. Ich baue halt nicht alles und muss halt irgendwie auch so eine konkrete Idee haben. So auch nur, also wenn ihr einen Vorschlag macht, heißt es ja nicht, dass ich dann direkt gestalte, weil kann sein, dass ich es irgendwie nicht hinkriege oder dass ich keine gute Idee dafür habe, weil nur wenn man sagt, ja, du könntest ja, keine Ahnung, ein Krankenhaus bauen, muss ich auch erstmal eine Idee dafür haben. Und ich werde auf jeden Fall auch noch ein Krankenhaus bauen. Ich habe ja schon in meinem Let's Play eins gebaut oder für mein Let's Play, beziehungsweise bevor ich das gemacht habe, für die Karriere halt. Aber das habe ich leider nicht aufgenommen und möchte auf jeden Fall nochmal eins bauen, das dann aufnehmen und auch mit euch teilen. Und sowieso Neues halt für diese Welt hier, wo ich alles selber gestalte. Dann haben wir hier oben den Bereich, wo man eben in Ruhe Karten spielen oder halt Beck das Lama nicht spielen kann. Mit so ein bisschen Alkohol drumherum stehend. Und da kommt dann auch noch der Fernseher hin. So ein kleiner, alter Fernseher. Keine Ahnung, kann man irgendwie irgendein Western dabei schauen, während man Karten spielt. Finde das auf jeden Fall ganz süß. Dachte mir, hier oben, diesem kleinen Innenbalkon, bietet sich das eigentlich ganz gut an, da dann halt eben auch das Kartenspiel zu haben. Und jetzt kommen hier noch so ein paar Details, so ein paar Dekorationen hinzu. Das hier habe ich alles, ich glaube, gestern erst gestaltet. Also den Rest davor, der ist schon irgendwie ein, zwei Wochen her, aber das hier habe ich erst gestern gestaltet, weil hier vor allem noch die Toiletten gefehlt haben. Wie immer, Toiletten brauchen bei mir noch ein bisschen. Und finde die aber eigentlich auch ganz süß geworden. Klar, die haben nur ein Klo und ein Waschbecken drin, aber finde vom Stil her passt das eigentlich sehr gut. Habe hier so ein bisschen altmodischeren Stil auch gewählt. Kann mir vorstellen, dass die Toiletten vielleicht nicht unbedingt das Neueste sind an diesem Grundstück. Aber ich habe immerhin nicht die ganz eklig aussehende Tapete gewählt. Das war mir dann doch zu unangenehm. Finde die auf jeden Fall thematisch sehr passend hier auf das Grundstück. Wir haben jetzt zum Beispiel auch so eine süße kleine Uhr unter der Treppe. So eine alte Stehuhr. Und an sich ist die Beleuchtung auch einfach sehr gemütlich, sehr gedimmt. Was natürlich auch in dem großen Raum liegt, wo ich jetzt nicht so viele Lampen hingestellt habe. Wir haben einen großen Kronleuchter oben und
Ansonsten hat hauptsächlich diese kleinen Petroleumlampen, die finde ich eigentlich ganz passend sind. Und ja, hier haben wir noch so einen süßen kleinen Balkon, wo man eigentlich auch gar keinen wirklichen Zugang hat. Also auch das ist rein dekorativ. Aber ich dachte mir, bevor ich den leer lasse, möchte ich den irgendwie lieber ganz süß gestalten. Wir haben hier noch ein paar Pflänzchen drumherum und könnte man sich halt schön auf diese Stühle setzen. Sehen halt so ein bisschen aus wie Sessel mit diesen Fußtischchen. Finde ich eigentlich ganz schön. Dann haben wir noch ein bisschen für Beleuchtung gesorgt. Und dann war es das auch schon mit dem Grundstück. Das ging relativ schnell, auch das Schneiden ging relativ schnell. Das hat mich tatsächlich gefreut. Und sind jetzt hier in den Screenshots angekommen. Gerade auch hier mit dieser Abendbeleuchtung sieht das Grundstück richtig schön aus. Ich weiß, dass ich auch in letzter Zeit viele Sims-4-Häuser mache. Die gehen dann einfach auch viel schneller. Ich habe auf jeden Fall auch noch ein paar Sims-3-Häuser, aber noch sehr viel mehr Sims-4-Häuser. Ich habe eben mal gezählt, ich habe noch 14 Ausbauvideos. Also Aufnahmen für Hausbauvideos, die ich euch noch zeigen kann, allein in Sims 4. Deswegen schauen wir mal, wie das nächste Zeit so aussieht. Also es wird auf jeden Fall mehr Sims 4 als Sims 3 Hausbauvideos geben, weil die einfach auch viel schneller gehen und einfacher zu schneiden sind. Aber heißt nicht, dass ich nicht auch gerne Sims 3 baue. Nur so zur Info, was ihr so erwarten könnt. Hier seht ihr auf jeden Fall auch die Innengestaltung des Grundstücks. Ich finde, das sieht sehr cool aus, wenn auch halt ein bisschen dunkel, aber ich finde, das passt auch thematisch sehr gut. Und ja, dann war es das für das heutige Hausbauvideo. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar, wenn ihr Spaß an dem Video hattet. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ciao!